Moin Leute, die Chemieprofis unter euch wissen sofort, was das hier ist, wenn sie es sehen. Na klar, HCl ist Salzsäure, kennt man ja noch aus der Schule. Aber warum sagt man dazu nicht Chlorwasserstoff? Müsste doch auch stimmen. Da ist schließlich Chlor und Wasserstoff drin. Das kann manchmal zu Verwirrung führen, deshalb aufgepasst. In der Luft als Gas, das rumschwärzt, nennt man HClG Chlorwasserstoff. Oft auch Chlorwasserstoffgas. Erst wenn man das in Wasser löst, spricht man von Salzsäure. Deshalb schreibt man auch oft HClAQ für die Salzsäure, um zu zeigen, die ist gelöst, beziehungsweise da ist Wasser mit dabei. Man gibt deshalb ihre Stärke auch oft in Massenprozent an. Mehr über die Salzsäure gibt's jetzt. Salzsäure ist wie gesagt in Wasser gelöster Chlorwasserstoff. Deshalb hat sie die Formel HCl mit einem kleinen AQ für aquitisiert unten dran. Insgesamt ist die Salzsäure damit eine farblose bis gelbliche, stechend riechende Flüssigkeit. Wie der Name schon sagt, reagiert sie sauer, gibt also leicht Protonen ab. Es gibt mehrere Wege, die Salzsäure herzustellen. Zum Beispiel, indem man Schwefelsäure mit Kochsalz reagieren lässt. Dabei entsteht dann Natriumhydrogensulfat und Chlorwasserstoff. Diesen fängt man auf und löst ihn in Wasser. Aber auch bei einer Chlorknallgasexplosion kann Salzsäure aus ihren Elementen hergestellt werden, wenn der entstehende Chlorwasserstoff ebenfalls in Wasser gelöst wird. Diese Reaktion ist sogar noch heftiger als die normale Knallgasreaktion. Allgemein kann die Salzsäure gut zum Ätzen verwendet werden, da sich unedle Metalle in Säuren unter Wasserstoffbildung auflösen. Außerdem können Carbonatreste, wie zum Beispiel bei verkalkten Armaturen, durch die Salzsäure in CO2 und Wasser zersetzt werden. Zudem ist es in der analytischen Chemie eine der meistbenutzten Säuren. Die Salzsäure kommt auf der Erde nur in Vulkangasen und Kraterseen vor. Im Menschen findet man sie aber in 0,5%iger Form im Magensaft. Hier tötet sie Bakterien ab und denaturiert Proteine. Verbindungen, die durch die Salzsäure entstehen können, sind vor allem chlorid-haltige Salze. Zum Beispiel das normale Kochsalz oder auch das bei der Reaktion von Salzsäure und Ammoniak entstehende Ammoniumchlorid. Ja, genau, Kochsalz. Was wir ständig essen, ist einfach ein Salz der Salzsäure. Zwar können Säuren eigentlich nur unedle Metalle lösen, aber durch einen kleinen Trick schafft man es, mit Hilfe von Salzsäure sogar Gold und Platin zu lösen. Alles, was man dafür braucht, ist noch die richtige Mischung von Salzsäure mit Salpetersäure HNO3. Vor dem so entstehenden Königswasser ist dann eben nicht mal Gold oder Platin sicher. Mehr über das Thema Säuren könnt ihr hier erfahren, also unbedingt reinklicken. Bis dann, Leute, haut rein und ciao.